Ja, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Heavy Metal Fake 2. Ich bin MacFurago. Wir sind immer noch bei diesem Maschinenrätsel und werden jetzt die Sache jetzt lösen. Das Problem ist nur, jedes Mal, wenn wir drehen, kommen diese dämlichen Stempel nach unten. Wir müssen das so drehen, dass diese Öffnungen alle vorne sind an der richtigen Stelle. Die Frage ist, wie machen wir das am dümmsten? Deswegen würde ich sagen, drehen wir nochmal hier dran. Ja. Dann drehen wir mal spontan. Schauen wir mal. Sehen wir einfach die Lücken? Ach, da ist die Lücke. Die Lücke ist jetzt unten. Und die muss nach dahinten. Also drehen wir mal hier an diese Rad. Gucken wir mal, ob wir jetzt mehr erkennen. Aha, die Lücke ist oben. Die Lücke ist hinten. Das Problem ist nur, wahrscheinlich drehen sich die Räder alle unterschiedlich schnell. Ja, genau. Jetzt haben wir nämlich da die Lösung vorne. Alles klar. Wir müssen die Freunde so drehen, dass sie alle um eins. Okay, jetzt haben wir da die Lücke dort, die Lücke hier. Die müssen wir dann mal spontan. Jedes Rad dreht sich einfach eins schneller als das vordere. Das heißt, jetzt befindet sich der Schlitz dort hinten. Der Schlitz der anderen Scheibe hier befindet sich dort oben. Wenn wir das drehen, kommen die nach vorne. Die Scheibe da hinten dreht sich doppelt so schnell. Damit ist dann hier auch der Schlitz nach vorne. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Schlitz auch an der richtigen Stelle ist. Die wird sich halt mit vierfacher Geschwindigkeit gegenüber die erste drehen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Schlitz nach hier vorne kommt, wenn ich das richtig. Beziehungsweise nicht nach vorne, nach unten müsste er kommen. Jetzt warten wir kurz, nochmal kurz hier den hier einsammeln. Noch einmal drehen. So, jetzt würde ich versuchen, was passiert, wenn wir hier hinten drehen. Mal gucken, ob meine Berechnung und Theorie funktioniert. Einmal hat es schon, zweimal, ja, sieht gut aus. Damit haben wir es jetzt geschafft, dass auch dieser Teil dieser Maschine an ist. Wahrscheinlich ebenfalls eine Riesenluftpumpe, die jetzt Luft aus dem anderen Öffnung pumpt. Ja, super. Die Frage ist, was hat uns das gebracht? Wir haben auf alle Fälle einen Teil des Rätsels gelöst, und sollten mal sehen, ob wir die Treppe nach da oben kommen. So. Und noch eine Cutscene. Die Treppe nach oben. Eine nette große Dame mit Schwert und eine Luke, die sich öffnet. Okay, wir wechseln auf das Feuerschwert. Nein, das Feuerschwert bitte. Und egal. Ja, nicht egal. Und auch das kleine Schild, bitteschön. Scheint so nicht zu funktionieren, also müssen wir doch den großen. Wir gehen mal am besten hier draußen, dort haben wir dann Platz zum Agieren. Und einmal gekokelt der Geist. War es der einzigste Freund davon? Scheint so. Wir wechseln mal wieder auf das Elektroschwert, inklusive Schild. Da, weil das so spannend war ist und wir das leider aber nicht nochmal machen wollen, speichern wir lieber mal kurz dazwischen. Man wird ja langsam durch viele Tode vorsichtiger. Einmal Anlauf nehmen, Sprung. Ja, der Sprung hat geklappt. Der Sprung, naja, knapp wie immer. Aber wir können nun den Weg nach oben gehen, wenn nicht die dämliche Puste uns rüberpusten würde. Echt lustig, Jungs, was ihr da so anstellt.
Nur konnte keiner lachen. Oh, wir haben hier gegriffen und wir haben jetzt gelernt. Timing ist hier entscheidend, dass wir das Ding da hochkommen. Er bläst und laufen. Sprung. Wir warten lieber mal hier ab, wann die Freunde ausgepustet haben. Erst der linke, jetzt der rechte. Der rechte ist fertig. Wir laufen einfach mal weiter bis in die nächste Nische. Warten hier ab. Er pustet und wir nehmen mal sportlich schnell den Weg nach oben und ja, erhalten, ja, was erhalten wir eigentlich? Proof that I can deal with the wind of spirit. Der Wind, der, ja, Spirit. Ich denke mal, damit wird sich dann auch die Tür öffnen, die wir dann als letztes erst probiert hatten. Die sich nicht öffnen wollte. Wir haben hier ein lustiges Gebläse. Noch eins, was uns wahrscheinlich direkt hier rüber pusten wird. Ja. Aber irgendwie habe ich gerade ein ungutes Gefühl. Gerade wackelnde Erden machen mich ein bisschen nervös. Und zwar genau das. Aber wir wissen ja nun, wie wir die Freunde dezimieren können. Na, kommt, kommt. Waren das alle? Yep. Ich habe zu danken. Wir wechseln mal auf das Schwert. Und lassen uns da mal von dem Zeug nach oben drüben pusten. Yep. Und das wird wahrscheinlich auch der Weg sein, wie man an... Und... Nein, das kann nicht so einfach gewesen sein. Es hat uns sportlich erstmal nach drüben gepustet. Aber sportlich an der Nische vorbei. Kurz hier in die Nische rein. Warten, 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 warten. Ich denke mal, die Freunde wissen wir, dass wir sie nicht brauchen. Damit sind wir uns hier hingespottet. Wir können schon mal vorsorglich den Flammenwerfer wieder auspacken. Flammenwerfer angesagt. Nicht der, ja, was auch immer das andere da ist. Das erklärt auch, warum wir so viel Benzin gefunden haben hier. Damit wir die lustigen Geister, ja, frittieren, toasten, was auch immer können. Proof that I can deal with the wind of spirit. So. Damit haben wir das wieder gelöst. Wir wissen auch, dass es ungünstig ist zu springen, sondern einfach nur rüberpusten zu lassen. So. Der Weg ist offen. Und wir wissen, dass da die Freunde der Geister kommen. Die Frage ist, kommen die nur von vorne oder von hinten? Da waren die Geister dezimiert, hat aber ungünstigerweise viel viel Energie gekostet. Jetzt sind wir hier. Die Frage ist, von welchem wem sollen wir uns blasen lassen? Ich wäre für den hier. Obwohl, ja, das scheint wohl der bessere zu sein. Was ich aber nicht verstehe, warum wir nicht bis rüber kommen. Okay, lassen wir das mit dem Puste. Wir gehen da eher konservativ ran. Lassen uns ganz normal einfach springend darüber. Danke. Einmal kurz gegriffen, rein in die Nische zum Glück. Wenn wir schon mal hier rumstehen, können wir auch gleich mal auf den Flammenwerfer wechseln. Den wir dann brauchen werden. Ja,
Da waren wir wohl ein bisschen zu neugierig. Ein bisschen zu schnell rausgeguckt. Naja. Da wehte uns wohl der Wind ein bisschen um die Ohren. Jetzt geht es nach oben. In die Nische. Jetzt ist der Wind fertig. Wir laufen mal rasch bis hier hin. Warten diesmal hier, bis eindeutig der Wind davon ist, wie jetzt. Und husch die Treppe nach oben. Lala. Lalala. Und mal wieder der Spirit, der Wind of Spirit. Proof that I can deal with the wind of spirit. Ja, der Wind des Geistes. Okay. Können wir diese lustige Fahrt abbrechen? Ja, können wir. Wir benehmen auch. Vielleicht kommen wir ein bisschen kostengünstiger jetzt mit den. Genau. Ja, sind wir ein bisschen kostengünstiger. Na, komm her. Ein bisschen kostengünstiger mit dem. Sag schon, mit dem Benzin ausgekommen. Ja, okay. Den Weg hier lang. War ein bisschen knapp. Na, warten wir mal, bis der Wind hier drüben fertig geblasen hat. Obwohl. Die Frage, ob wir den Sprung überhaupt bis darüber schaffen. Ich denke mal schon, der Weg müsste doch eigentlich doch schon über die Winde nach Graurüben gehen. Okay. Weil ich glaube nicht, dass wir den Sprung von da bis darüber schaffen. Weil von da bis da können wir nicht springen. Definitiv nicht. Es muss wahrscheinlich doch schon über den Wind gehen. Oder wir fahren erstmal nach unten und kommen so zurück. Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt machen wir die schnelle Tour. Einmal kurz hier rüber. Einmal nach oben und einmal wieder zurück. Und tot. Naja, habt ihr gesagt, wir machen die schnelle Tour, aber war nicht ganz so wie geplant. Eigentlich wollte ich schnell bloß rüber, wieder die Sachen holen. Wir warten, bis der Wind fertig ist. Schnell in die Nische rein, weil dann kann ich hier schon mal auf das richtige Equipment dann wechseln. Einpacken bitte. Ja, haben wir da den Wind? Da haben wir hier noch Wind und husch, 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 renn, 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 Julie. Hast ja leichtes Gepäck. Jedenfalls nicht viel an. Und jetzt gehe ich hier die Treppe rauf. Mal wieder die Treppe rauf. Der Spirit eingesammelt. Proof that I can deal with the wind of spirit. So, mal gucken, ob wir sie ganz wegdrücken können. Wir packen hier den Flammenwerfer langsam aus. Gehen dann mal nach unten. Warten, bis dann der erste Geist hier ankommt. Ja, dann haben wir noch mehr Geister. Einer noch da. Dort war auch noch ein paar. Na, kommt schon. War ja sehr simpel diesmal. Ja. So leider nicht. Okay. Wir gehen das hier nach draußen. Und ja, ich denke mal, hier lassen wir das auch erstmal mit dem Let's Play für heute. War spannend, war aufregend, sind mehrmals gestorben.
Aber ich sage trotzdem jetzt Servus.de, viel Spaß bei den kommenden Folgen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin sage ich Servus.de, ich bin Mac Burago.